Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge sind wir hier durch den Arklandsumpf durchmarschiert und wir stehen kurz vor dem Visible Moor, wo wir wahrscheinlich auch die Armee von Gaius und so weiter finden. Super. Und ja, ich habe zwei Kämpfe hier auf Screen gemacht. Und Mila hat ein Level abbekommen und das kassieren wir jetzt mal ein. Und zwar hier FP. Perfekt. Klingenstrom. So, was haben wir noch? Intelligenz um 10. TP um 10. Luftkraft. Verursacht beim Angriff eines Feindes in der Luft 10% mehr Schaden. Das wäre doch mal schön. Ausdauer. Ja, dann nehmen wir hier das. Aber ich, er ist ja nirgendwo dran angekettet, ey. Nehmen wir hier TP. Hier nehmen wir Intelligenz. Hier nehmen wir Stärke. Und hier nehmen wir KP. So. Ist das hier eine Arkanart, die wir bekommen haben? Oder gelten die jetzt auch hier schon als Dingens? Göttlicher Streich. Was habe ich denn jetzt? Hier, Klingenstrom habe ich bekommen. Boah. Ich habe übrigens die Arts von allen hier mal so noch vollkommen anders platziert. Ich habe ja auf L1 und Kreis habe ich immer die Arkanart drauf, damit ich die schnell aktivieren kann. Oh geil. Großer Geist. Nichts zu sagen, okay. Dann ballern wir hier die Shops mal auf. Weil wir es können. Lebensmittel. Habe ich mir übrigens auch schon gerade reingeballert. Ich glaube, es wäre wirklich besser, hier alle Sachen reinzuballern, anstatt immer nur 5 übrig zu lassen. Also, was noch? Waffenladen ist genügend aufgelevelt. Oh, boah, wie viel haben wir hier von? Zack. Blutmantel. Oh. Was noch? Zubehör? Nee, Objektladen. Ich glaube, ja, hiervon hatte ich nichts. Dann, nein, Fisch, frische Fisch, der ist natürlich frisch. So, zack, upsala, da ist noch was da unten. Diamanten, ja, natürlich können wir die kaufen. Was habt ihr denn gedacht? So, da war Insekten haben, nee, aber nicht. können die nur einmal kaufen, ne? Ach, die sind teuer. Ja, natürlich sind die teuer. Zubeladen. Aber mal schon zwei Goldgamaschen. Wo ist denn jetzt der Dia? Hier. Ach, egal. Lichtschutz, was soll ich denn damit? So, weiter im Text. Oh. Hi. Na. Identify yourselves. State your names, ranks and divisions. Maxwell und Professor Dr. Jude. I am Rowan Ilbert, Chief of Staff, Rashagal Army. The Ilbert? As in the conductor? Correct. I wish to be briefed at once regarding our troop strength and deployment. Yes, sir. Please proceed. Ich dachte, der ist ausgetreten. Sind die alle so blöd und glauben noch, dass der immer noch hier. This table creates a tactical diagram of the battle by reading signals from the soldiers' Lilium orbs. Hey, how come this one looks different? That division is taking part in a special operation being led by the deputy chief of staff himself. Agria of the Chimeriad attempted to block them, but it appears they broke through. Gillen's operation? Yes. He should arrive at the operation site a little after 1300 hours. We've been given no details, although we hear this operation will turn the tide of battle in one fell swoop. We've been ordered to concentrate as many troops as possible around that site when the operation commences. Hmm. With this route, his destination must be here, correct? Yes, sir. Precisely. I should have expected nothing less from the conductor. I do not like where this is heading. Yes.
No doubt he has plans to use the Lance of Kresnik. Yet why did he leave his own army in the dark? Do you think we can catch up to them before they use the Lance? I don't know. I hope so. Nicht ein bisschen offensichtlich, was er vorhat. The key required to activate the Lance. I entrusted it to Ivor. We figured that would be enough to stop anyone. Weil jetzt schon wieder Elvin, Mann. Nevertheless, it has been deployed, and they are likely readying it for use. That can only mean one thing. They may have created a new key. How is the Azul army marching across the marshes? Nein, pass auf Elvin auf. I don't believe Renome ever arrived. Are you familiar with the boosters that Azul has developed? Hey! Quit staring at me like that! I hate being objectified! The enemy is using them to amplify their mana output and alter the spirit climb in their immediate area. In other words, they use mana to summon vast amounts of earth spirits and force the spirit climb into Renome. They've actually changed the seasons. A brilliant strategy. One only Wingull could have conceived. How has Roshigal responded? We too have boosters. So you issued one to every soldier, and assigned one man in every squad with the job of altering the spirit climb. Yes, sir. Exactly as you said. That sounds like a job for us, Elise! No, this is Rowan's turf. He's an expert in the use of earth arts. Oh. We have no time. We must intercept Gillen's division. Hat denn niemand gemerkt, dass Elvin schon weg ist? Hallo? Er plant doch schon wieder Schmiede für die Weltherrschaft. So, uns um grausamste Weise zu töten. Ich weiß es doch. Chief Hilbert, there's one thing I should mention about the boosters. We keep hearing rumors that their use leads to a serious side effect. Which is? They say prolonged use saps your strength. You mean it leeches away your very life? The severity of this effect seems to vary wildly among those afflicted. Just to be safe, I suggest you avoid using the booster for long periods. Verdammt. You sure you want to be standing out there in the rain? What the Wait, fuck? What? But I swear I heard you from over here. Say what? You hit your head or something? Making up lies again? Jeez, Elise, give me a break. I'll give you a break, all right? You big fat liar! You ready to string me up too? Come now. Given the circumstances, it's only natural for us to become suspicious when you wander off on your own. Ich verstehe sowieso nicht, warum der immer noch mit uns hier rumläuft. Seriously, promise us. Fine, fine. Ja, wenn du es so versprichst, dann glauben wir dir natürlich. Ich verstehe das nicht. Normalerweise concerned, but you don't need to stare at me like that. Wrong. The suspect must be monitored at all times. Andere Tales of Helden sind sowas von misstrauisch, ne? Und die, ich verstehe das nicht. Rushigolds Schlachtplan. The key to Rashagol's strategy is the hill that overlooks the basin where the two armies are fighting. You believe they will set the Lance of Kresnik there? It seems likely. From there, they can snare the entire enemy army while they're all gathered together. If the Lance of Kresnik truly is a mana-powered weapon, it would be a very advantageous location. But to think Deputy Chief of Staff Gillen could pick out that spot so accurately is quite a surprise. Such a man must not be taken lightly.
I had always thought him a talentless lickspittle, who won his position by flattering Noctegal. But it may be time to reassess that opinion. No. So, what haben wir hier? Nebenwirkungen. We have to fight hard for everyone's sake. We can do it! Are you feeling well? Huh? Why do you ask? At your age, you should be worrying about yourself. Oh, it's nothing important. But if your health changes, please tell me right away. What he probably means is, if you gotta pee, do it before the war breaks out. I'm fine. Mind your own bladder. Well, certainly no sign of side effects yet. Ja, ich passe schon auf, dass hier nichts passiert. Am besten packen wir sie so weit wie möglich weg von Elvin. Das ist eine Grundregel. So. Da vom Speicherung noch irgendwas. Na. Look at this giant plant. Wow! You can use that as a rain canopy. Komm jetzt von hier lang. Komm hier wieder hoch. Ja, von da kann ich, da muss ich mich mal da umgucken, Mann. Wie gehört zurück? Over my best coat. Now I'm gonna have to get this cleaned. Wow. Hat den auf einmal alle. Ja, von hier kam er, okay. Muss auch noch mal gucken. Schade, man kann ja nicht so surfen wie in Tales of Graces. So gut. Jude, don't splash mud on me. Sorry about that. Was habt ihr denn auf einmal alle? Everyone, stay close to me. It's hard to see anything. The enemy could be anywhere. Maybe we should try to find a safer route. No, we don't have time for that. We just need to charge straight through. Hold on! This sounds like suicide! We'll be okay. Jude says so. Don't be afraid. We have nothing to fear but failure. The fate of humanity and spirit kind hangs in the balance. Nice! I'll have to write that one down. Let's go, everyone. Ja, Selbstmord ist gut. Don't stop for anything else. Hi. Na? Wie geht's euch? Ihr werdet jetzt... Wow. Boah, die Musik auf einmal leise. Dann will ich mir rein. Zack. Oh, Kollision. Oh, geil. Bienenstock. Ha, ha, ha. Und wir sind nicht voll geil, oder? Verdammt. Mann. Brech den mal, Elvin. Nehmen mich. Was da? Oh, was? Watch out! What are you doing? We're on your side. Save it. We've received orders directly from Deputy Chief of Staff Dillon. Conductor Ilbert has defected to the enemy and must be stopped by any means necessary, including the force. Oh, jetzt gemerkt. What? Ernsthaft? We won't let you destroy the cornerstone of Roshagal's strategy. Ja, aber das machen wir erstmal im nächsten Part, weil das schaffen wir bestimmt nicht mehr. Ja, in diesem Kampf, in diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Boah, was ist heute los? Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Also, bis denne.